Dieses Video wurde möglich gemacht dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, immer noch vom WXW 16 Karat Gold 2019. Heute mit einem rückkehrenden Gast, muss ich ja sagen. Axel Dieter Junior, Marcel Bartel hier bei uns im Interview. Erstmal wunderschönen guten Tag. Namen Jung, alles cool. Alles cool. Wir haben gerade schon kurz geschnackt, so ein bisschen. Wir haben quasi eines der letzten Interviews gemacht, bevor du rübergegangen bist. Seitdem ist einige Zeit vergangen. Wie geht's dir? Sehr gut tatsächlich. Also kann mich nicht beklagen. Habe ein sehr schönes Leben momentan. Lebe meinen Traum. Was ich vorher ja auch schon gemacht habe, nur jetzt irgendwie ein bisschen in so einem anderen Lebensabschnitt. Ja. Und doch, hat sich alles sehr schön entwickelt und toi, dass das so weitergeht. Doch, alles gut. Wie fühlt sich das an, jetzt wieder hier zu sein? Du hast ja dein Comeback schon im Dezember gefeiert wieder und hast auch letztes Jahr dann schon ein kurzes Comeback gehabt, wo du dich zumindest mal zeigen durftest. Wie ist es jetzt hier wieder bei uns zu wresteln quasi? Das ist natürlich krass, ne? Also sowohl die Fans wieder zu sehen, als auch natürlich hier dann wieder an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren, ist schön. Besonders schön ist man natürlich auch zu sehen, wie sich alles entwickelt hat. Die Promotion an sich, die WXW, die stetige Steigerung irgendwie jedes Jahr auch bei 16 Karat, was hinter den Kulissen angeht, was Organisation angeht, alles diese Geschichten. Aber auch nicht zuletzt gerade die Jungs, in die ich immer so ein bisschen investiert habe und immer schon an die geglaubt habe. Einfach zu sehen, wie die sich weiterentwickelt haben und alle abgesteppt sind, ist sehr toll zu sehen, gegen zwei von genau diesen Jungs auch arbeiten zu dürfen. War sehr, sehr schön. Also rundum tolles Wochenende für mich und habe mich echt sehr gefreut, dass WWE und WXW das möglich gemacht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Viele fragen mich auch, Mann, wann kommst du denn wieder, dies und das? Ich finde, man soll ein bisschen zufrieden sein mit dem, was man hat. Denn vor 5 Jahren wäre sowas nicht möglich gewesen, nicht mal denkbar gewesen. Deswegen sollte man das genießen auf meiner Seite und auch auf der anderen Seite und einfach happy sein mit dem, was man hatte, weil das war was sehr Besonderes und sehr Schönes. Passend dazu, wir hatten gestern auf einmal Axel Tischer hier, auch einen von deinen alten Weggefährten, der hier vollkommen spontan auch einfach mal für uns alle zumindest überraschend sich hier gezeigt hat und gegen Marius Alahani angetreten ist. Also wie ist das hier nochmal wirklich alle deine alten Kumpels dann zu haben? Also ich hab Mac gesehen, auch Walter natürlich ist hier immer hier, deine Ringkampfleute. Das muss doch auch so ein bisschen Family Reunion hier eigentlich sein, oder? Ja, voll. Ist halt ein bisschen wie Klassentreffen schon fast. Ne? Weil man muss sehen, wir haben ja einige Jahre jedes Wochenende zusammen verbracht. Ne? Wir sind zusammen gerade, also wenn es jetzt um Walter, Mac und auch die Verena, wir haben ja eigentlich angefangen zusammen zu traveln immer. Ne? Wir sind immer zusammen unterwegs gewesen. Das waren auch echt mal coole Roadtrips, das waren immer so die Highlights. Und wie du gerade schon sagst, Axel, Mac, Walter, Müller, der jetzt auch dazu gestoßen ist, all diese Leute eben jetzt hier alle versammelt zu haben auf einem Fleck, ist cool, ne? Ist echt, wie gesagt, so ein bisschen Klassentreffen, so ist schön. Wie gesagt, es sind jetzt auch alles nicht mehr die gleichen Leute, ne? Die haben sich alle ein bisschen in verschiedene Richtungen entwickelt und das ist spannend zu sehen, ne? Weil du kriegst natürlich auch nicht alles mit. Ich schaue mir alle großen Events an von WXW weiterhin. Weil da natürlich auch mein Herzblut drin steckt. Ne? Ich habe immer gesagt, so für uns war immer wichtig, dass wir irgendwie auch ein Business kreieren für Leute, die wirklich Passion haben und Herzblut haben und eine Möglichkeit bieten wollen, irgendwann auch mal in ein gesundes Geschäft einzusteigen, wo man auch ein bisschen was verdienen kann. Ja. Und da wollten wir immer so ein bisschen was unseren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das haben wir echt gut gemacht. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Mhm. Du hast gerade ein bisschen auch Veränderungen angesprochen. Hat sich irgendwas verändert bei WXW, seitdem du hier ein fester Teil des Rosters gewesen bist? Siehst du da irgendwas, wo du sagst, das ist schon ein bisschen anders? Ich glaube, Dinge ändern sich halt, ne? Das ist ganz normal, glaube ich. Und irgendwie ist aber trotzdem immer noch das Gleiche. Also die Base ist immer noch die gleiche. Und es ist immer noch das gleiche coole Gefühl mit meinen Leuten hier, wie du schon sagst, wieder vereint zu sein. Es ist so ein bisschen so dieses nette Retro-Gefühl von damals so ein bisschen, weißt du, das ist schön. Verändert eigentlich nicht wirklich, also es verändert sich viel und irgendwie bleibt es doch immer beim Gleichen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber irgendwie fühlt es sich so an, keine Ahnung, denke schon. Wie ist deine Zeit im Performance Center und bei NXT? Was sind die Punkte, wo du sagst, das habe ich wirklich da nochmal gelernt, da habe ich mich am meisten weiterentwickelt? Ganz viel. Ganz, ganz viel. Also ich muss sagen, ich bin die ersten 6 Monate jeden Tag aus dem Ring gegangen, habe mich als besserer Ringer gefühlt. So, das war echt cool. Und es ist natürlich auch eine ganz andere Art von Coaching. Ne? Also du hast natürlich In-Ring-Training, aber auch gerade Skull-Sessions, wenn du
mit Shawn Michaels deine Kämpfe anschaust und von einer Legende, wahrscheinlich dem besten Athleten ever in diesem Geschäft, hörst, pass auf das und das und mach mal hier und da, und das ist unreal, ne? Das ist krass. Deswegen allgemein, also in-ring-technisch sicherlich, aber gerade auch von der ganzen Denke, von Psychologie und wie man das Ganze angeht und wie man eine Geschichte erzählt und eben nicht nur sinnlos Moves hin und her knallt, da hat das schon, ist eine ganz andere Welt. Kannst du uns da ein konkretes Beispiel nennen, wo du sagen würdest, ja, das habe ich vielleicht vor 2 Jahren noch anders gemacht und dann kam irgendjemand und hat gesagt, mach das doch mal so, und bei dir war auf einmal so die Glühbirne über dem Kopf? Ich glaube, man hat eigentlich bei den beiden Kämpfen, die ich dieses Wochenende hatte, ganz gut gesehen, dass ich nicht mehr unbedingt, oder ich sag mal, den Unterschied zwischen anderen Kämpfen auf der Card und meinen Kämpfen hat man schon gesehen. Es war, glaube ich, sehr viel storybasierter, eventuell auch ein bisschen langsamer, mehr Zeit genommen, um ein bisschen Geschichte den Leuten zu erklären, anstatt vielleicht noch 4, 5 andere Moves reinzuhauen. Das ist so ein bisschen das, was auch gerade unser Boss immer wieder predigt und was ich auch für absolut sinnvoll halte. Und ich glaube, jeder, der sich das anschaut, wird da schon einen Unterschied sehen, glaube ich schon. Das auf jeden Fall. Wie hat sich dein Travel-Schedule im Vergleich zu früher geändert? Reist du mehr jetzt? Also, oder erklär uns mal, wie das funktioniert. Weil ich glaube, da fragen sich immer alle, ja, man hört immer diese ominösen Roadtrips und so. Wie läuft das da bei dir ab? Ja, das ist natürlich jetzt ganz krass, ne? Also die ersten 6 Monate war relativ viel House-Shows innerhalb von Florida. Mhm. Aber dann ging das Ganze auch los mit TV und Outside-Loops, so Outside-Touren in Amerika, und dann eine Europa-Tour mit NXT haben wir gemacht, und seitdem der Fabian Eichner und ich im Team unterwegs sind und auch das einzige Team sind, was stetig NXT UK und NXT TV macht, ist natürlich ein ganz anderer Schedule. Ne? Ja. Also es ist jetzt gerade das letzte Mal, bei den letzten Tapings haben wir in Orlando einen Kampf gemacht und sind am nächsten Tag direkt dann nach England geflogen, haben dort dann noch 2 weitere TV-Tapings gedreht, und auch andere, auch gerade bevor ich letztes Jahr hergekommen bin, da waren wir vorher gerade in England für die UK-Tapings, dann sind wir zurückgekommen, sind direkt an die Westküste geflogen, nach Kalifornien, haben da eine Tour gemacht von 5 Tagen, bin dann wieder zurückgekommen, um dann die Tryouts zu machen, beziehungsweise nicht Tryouts, dann habe ich hier WXW, also der Travel-Schedule ist ein ganz anderer, ne? Ja. Viel im Flugzeug momentan. Aber da beschwere ich mich nicht, ne? Das ist natürlich Part des Jobs. Ich glaube, Bryan Danielson hat mal gesagt, dass wir werden nicht für das Catchen bezahlt, weil das lieben wir, das machen wir gerne. Ja. Es ist eher das Reisen und alles drumherum. Ja. Auch jetzt hier, wir haben auch gerade eben schon vorher angesprochen, auch hier den Schedule, den du jetzt hier vorweg gehabt hast, bevor du beim 16 Karat angekommen bist, war ja auch wirklich enorm. Was machst du eigentlich? Du bist ein großer Kerl. Sieht man ja hier auch so ein bisschen, wenn wir so nebeneinander hocken. Was machst du, damit du nicht komplett verkrampfst und ich weiß nicht was? Weil, wie gesagt, das ist ja schon so, im Flugzeug sitzen gibt es angenehmer. Wir haben ja Gott sei Dank wirklich ganz fantastisches medizinisches Personal und allgemein, die Leute kümmern sich halt wirklich gut. Ne? Wir haben einen tollen Strength Coach, Sean Hayes, der uns da mit jeglichen Workouts und Stretches und alles irgendwie weiterhilft. Wir haben ein Hotel-Workout, wo du einfach nur in deinem Hotelzimmer sich ein bisschen stretchen und pumpen kannst. Wirklich mit den kleinsten Mitteln, Gummiband-Workout und alles so eine Sache, dass du wirklich on the road immer vorbereitet bist. Wir haben gerade von WWE und unserem Chef gesponsert bekommen, so einen tragbaren Foam-Roller, wo du dich ein bisschen ausrollen kannst und alles so. Also, seitens WWE wird wirklich alles daran gesetzt, dass wir fit bleiben, dass wir bestmöglich vorbereitet sind auf die Kämpfe und dass wir da keine Probleme kriegen und die Leistung dann eben nicht drunter leidet. Da machen die echt schon alles für, das muss man sagen. Okay. Du bist jetzt im Team mit Fabian Eichner unterwegs, European Union. Ja. Natürlich werdet ihr in UK nicht gerade bejubelt und so. Wie Brexit. Wie seid ihr zusammengekommen? Also wie hat das funktioniert, dass man euch einfach in ein Team gesteckt hat? Also Fabian und ich haben uns tatsächlich vor Orlando noch nie gesehen. Wir haben zwar so ein bisschen für dieselben Promotions gearbeitet, haben uns aber nie getroffen tatsächlich. Okay. Und am allerersten Tag waren wir eingeplant für die gleiche Fahrt, und er war aber schon da und hat mich netterweise vom Hotel abgeholt, und das hat sofort geklickt. Ne? Okay. Also mit manchen Menschen triffst du einfach und es klickt sofort. Und mit dem war das wirklich so. Also es ist echt einer meiner absolut engsten Personen,
die alles wissen und denen ich wirklich vertraue. Wo man einfach auch viel zusammen macht. Wir machen echt viel zusammen. Mhm. So, ne? Das ist auch natürlich mein deutscher Part so ein bisschen in Amerika, mit dem ich noch ein bisschen Deutsch rede. Ja. Oder eigentlich den ganzen Tag Deutsch rede. Das ist auch mal ganz angenehm, oder? Das ist schön, ja. Deswegen, wir haben dann in der gleichen Klasse angefangen, bei dem Robbie Brookside. Und sind dann relativ schnell zu Norman Smiley in die Klasse gekommen. Und in der Klasse haben wir echt alles getötet. So, wir hatten immer eine Stunde Pause zwischen der Ringklasse und der Gymklasse, aber wir sind noch die ganze extra Stunde im Ring geblieben und haben gearbeitet jeden Tag mit Norman Smiley zusammen, als alle schon weg waren. Der ist halt ein absoluter Spitzenringer, wirklich fantastisch. Toller Typ dazu, toller Mensch und wir harmonieren im Ring wirklich ganz fantastisch. Also die Chemie ist echt super und ich glaube, das ist auch gerade so die letzten Dinger, die man von uns sehen konnte, wo man uns ein bisschen auch in eine Position gerückt hat, in der wir zeigen können, was wir können, das auch ein bisschen unter Beweis stellen konnten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch nur der Anfang ist. Mhm. Ihr wart beide beim Tryout hier und habt gecoacht, ne, und habt da die Aufsicht gehabt. Du hast gerade gesagt, ihr seid das einzige Team, was bei NXT aktiv ist und was bei NXT UK aktiv ist. Ich habe schon das Gefühl, dass ihr ein sehr großes Vertrauen genießt. Kannst du dir erklären, woher das kommt? Seid ihr einfach so, ist das die deutsche Tugend so ein bisschen, wir liefern immer ab und wir sind pünktlich und sowas? Ich weiß gar nicht, also es ist, ich glaube dadurch, dass ja alle Coaches auch alles ehemalige Ringer sind und wirklich Vollprofis und auch wirklich Leute, die immer noch so zu den Boys gehören im Lockerroom, da gibt es halt gewisse Sachen, die Ringer untereinander schätzen und Sachen, die man halt nicht so schätzt. Oder auch so gewisse Fettnäpfchen, in die man treten kann. Und dadurch, dass Fabian und ich auf sowas immer sehr aufpassen und uns das auch sehr wichtig ist, glaube ich, dass respektvolles Verhalten, Pünktlichkeit, Fleiß, Bescheidenheit, alles diese Sachen, das sind die Punkte zum Beispiel, die Coach Blum immer sehr hervorstellt. Du musst hart arbeiten, er will, dass du humble bleibst, er will, dass du pünktlich bist, er will, dass du jeden Tag Gas gibst, so, dass du coachable bist, alles diese Sachen. Und ich glaube, dass wir das eigentlich stetig soweit immer eingehalten haben und immer, dass es sehr wichtig für uns war. Und ich glaube, dass sowas einfach geschätzt wird, anerkannt wird und ja, ich gehe davon aus und hoffe, dass das aufgrund dessen ist. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es uns einfach gemacht wurde oder schnell ging irgendwie. Ja. Ne, das hat ja schon eine Weile gedauert, bis das alles losgegangen ist. Und Leute wurden schon so ein bisschen nervös und unruhig. Ja. So, während ich ehrlich gesagt das genossen habe, dass ich Zeit bekommen habe, mich da ein bisschen zu akklimatisieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Grund. Und dann natürlich das geschenkte Vertrauen auch ein bisschen zurückzuzahlen, was wir Gott sei Dank gemacht haben, ist natürlich dann auch wichtig. Das hat sehr gut geklappt. Und ich glaube, solange das immer im Geben und Nehmen ist, Vertrauen hin und her, vor und zurück, ist das, glaube ich, auch was weiter so gehen wird. Nochmal, toi, toi, toi. Ja. Wie siehst du gerade das NXT UK-Produkt? Ich meine, du bist ja wirklich mittendrin. Es kommen immer mehr alte Weggefährten von dir, werden wir hier mit drüber. Wir haben Cassius Ohno auf einmal da, wir haben Walter da. Wie siehst du das? Also WWE, das ist mein Eindruck, versucht ja da schon, dem Ding eine eigene Identität zu geben und auch da wirklich mit Star Power auch jetzt ein bisschen nachzuholen. Das ist natürlich eine sehr, sehr junge Brand noch, ja. Aber sie ist eingeschlagen, ist unfassbar. Das erste Takeover war ein massiver Erfolg. Wirklich auch weltweit die Augen auf UK gerichtet. Und ich finde, das ist fantastisch. Es ist sowohl für die ganze Welt, fürs Wrestling-Geschäft wirklich sehr, sehr gut. Leute, die wahrscheinlich nicht damit gerechnet haben, stehen heute unter einem WWE-Vertrag und verdienen Geld mit dem, was sie lieben. Deswegen, WWE macht das Geschäft hier nur besser und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein. Das ist ein schönes Schlusswort. Hast du irgendwas noch an die Leute da draußen zu sagen? Einen netten Gruß oder sonst irgendwas? Einen kleinen Shoutout? Auf jeden Fall danke für den ganzen Support über all die Jahre. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich freue mich, jeden einzelnen Fan, der für mich gecheert hat oder der mich auch ausgebuht hat, der auf jeden Fall reagiert hat. Danke für den Support. Ich halte da drüben unsere Fahne hoch und versuche uns alle bestmöglich zu repräsentieren. Dafür arbeite ich hart, jeden Tag. Und vielen Dank einfach. Alright, super Schlusswort. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Alright, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.